Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Klimaschutz und Umweltschutz als Thema wichtig und ernst zu nehmen und trotzdem den Status eines Industrielandes zu erhalten. Das ist etwas, was die österreichische Regierung und die Republik Österreich auszeichnet. Das ist auch das, was wir in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland leisten müssen. Ein Land modernisieren, Klimaschutz achten, Klimaschutz erreichen und trotzdem die industrielle Substanz erhalten. Und auch da freue ich mich auf unseren Austausch. Wir haben es gestern, glaube ich, beide sehr genossen, zwei Helden auszeichnen zu dürfen, die es geschafft haben, in kürzester Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, ein Projekt, das vor einiger Zeit wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt gedauert hätte und die einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir schon bald wieder in Normalität werden leben können. Es ist gerade eine extrem herausfordernde Phase für alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus, denn wir sind auf den letzten Metern dieser Pandemie. Wir alle können es gar nicht mehr erwarten, endlich wieder unsere Freiheiten zurückzuhaben. Und so dramatisch es ist, dass wir jetzt noch immer diese Pandemie ertragen müssen, so schön wird es sein, wenn wir im Sommer endlich wieder normal leben können. Ich freue mich, dass wir heute über die Zusammenarbeit in Europa sprechen können, denn wir sind, glaube ich, beide davon überzeugt, dass es gerade im Kampf gegen die Pandemie, aber auch in vielen anderen Fragen europäische Lösungen braucht. Wir werden darüber sprechen können, dass es notwendig ist, auch Grenzkontrollen wieder abzubauen, quer durch Europa Quarantäneregelungen wieder abzubauen, damit die Menschen hoffentlich so bald wie möglich auch wieder ihre Reisefreiheit zurückerhalten. Das ist für die wirtschaftliche Zusammenarbeit extrem wichtig. Das ist aber natürlich auch für den Austausch der Menschen in Europa etwas ganz Wesentliches. Und für uns als Tourismusland kann ich nur sagen, wir freuen uns schon, bald wieder viele deutsche Gäste und auch viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen begrüßen zu dürfen. Und abschließend, wie Ministerpräsident Armin Laschet schon gesagt hat, verbindet Nordrhein-Westfalen und Österreich vor allem auch, dass wir zwei wirtschaftsstarke Länder sind, aber gleichzeitig auch das Ziel haben, achtsam mit der Schöpfung umzugehen. Und ich glaube, dass die Phase nach der Pandemie eine Phase des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, des Aufschwungs werden wird, aber auch eine Phase werden wird, die wir geschickt nutzen müssen, um eine noch stärkere ökosoziale Transformation auch zustande zu bringen. Die Entlastung der Arbeit und von kleinen Einkommen in Einklang zu bringen mit dem notwendigen Schutz von Umwelt und Klima, das ist ein wesentliches Ziel für uns in Österreich und ich glaube, dieses Ziel verbindet uns auch grenzüberschreitend. Vielen Dank für die Möglichkeit des Austausches heute.